Ja, vielen Dank, Georg, für die Einleitung und herzliche Grüße auch an Sie vor Ort in Berlin und an alle, die online verfolgen aus dem Deutschen Museum in München. Georg hat schon kurz gesagt, mein Name ist Andrea Galpel, ich bin zuständig im Teilprojekt für die Projektkoordination. Und wie Sie hier auf der ersten Folie gleich sehen, ist unser Team ganz schön gewachsen in den letzten 3 Jahren. Neben Georg Hohmann und mir ist Klaus Henkensiefgen zuständig für den 3D-Scan und die technische Leitung. Alexander Schmidt ist zuständig für den Betrieb des VR-Labs, hat uns aber auch als Medieninformatiker ganz viel bei unseren Anwendungen unterstützt und unseren Prototypen. Wir haben mit Lisa Görz, Clara Seifried und Franziska Unger 3 Hilfskräfte, die uns unterstützen. Und wir haben natürlich unser tolles Team im VR-Lab mit Tabitha, Paul, Guido und Pilsjörn. Unser Überthema, haben Sie ja schon ein bisschen was gehört von Georg Hohmann, sind die 3D-Visualisierung und ganz zentral die Perspektiven dazu der musealen Vermittlung. Und ein zentrales Element davon ist natürlich auch das Digital Storytelling. Und dementsprechend versuche ich heute Ihnen eine kleine Geschichte der letzten 3 Jahre zu erzählen. Das heißt, ein bisschen in den Vorspann zu gehen, zurückzugehen. Wie heißt das schöne Märchen? Es war einmal, wo wir alle begannen. Und dann einen Überblick zu geben über die einzelnen Bereiche, die wir bearbeitet haben, was da so alles passiert ist. Ich hoffe, mir gelingt das, das einigermaßen spannend vorzustellen und dann auch einen kleinen Cliffhanger zu machen. Wo soll es dann hingehen in der Zukunft? Wir haben im VR-Lab 4 feste MitarbeiterInnen und 3 Aushilfskräfte. Das zeigt auch schon, wie aufwendig personaltechnisch so eine VR-Station ist. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die BesucherInnen eine Brille aufhaben und trotz des virtuellen Rahmens, den man gibt, immer die Gefahr besteht, dass vielleicht darüber hinausgelaufen und dann in irgendeiner Form eine Kollision passiert. Aber es geht auch darum, natürlich Sicherheit zu geben in einem Moment, in dem man sich in einem, wenn auch geschützten, aber dann auch öffentlichen Raum befindet und plötzlich nicht mehr sieht, was um einen herum passiert. Bei den Aushilfskräften, das möchte ich ganz kurz erwähnen, weil wir uns hierüber sehr freuen, haben wir zum einen studentische Aushilfskräfte, wir haben aber auch 2 Ehrenamtler im Haus, die sich ganz besonders dafür interessieren, die dann auch nochmal andere Besuchergruppen natürlich ansprechen, weil sie selber pensioniert sind und selber noch ganz neu sozusagen mit dieser Technologie interagieren. Wir haben im VR-Lab seit der Öffnung 2018 stetig die Öffnungszeiten erweitert. Aktuell nicht ganz wegen Corona, aber zuletzt hatten wir tägliche Öffnungszeiten und wir arbeiten hier mit einer Anmeldung, damit es nicht zu Staus kommt und ein Überblick ist, kann ich dann heute überhaupt noch ins VR-Lab und dementsprechend haben wir dann Zeitslots von 10 bzw. 15 Minuten zu vergeben. Wir haben für das VR-Lab ein ausführliches Betriebskonzept entwickelt, auch einen Leitfaden für unser Personal, sodass sie gute virtuelle Guides werden. Aber eben auch ein Hygienekonzept. Das heißt, wir haben tatsächlich ganz am Anfang alles bestellt, was so auf dem Markt ist, um VR-Brillen zu reinigen und um dann herauszufinden, was ist denn am praktikabelsten und auch am nachhaltigsten für so ein VR-Lab im Museum. Ganz wichtig dabei ist, deswegen auch der Name VR-Lab, Labor, das Ganze ist für uns eine Experimentierfläche und ein gläsernes Labor. Das heißt, zum einen haben wir die ganze Architektur so gestaltet, dass man möglichst viel von der Technologie sieht. Wir sind ein Technikmuseum, das heißt, wir möchten natürlich auch erklären, wie funktioniert denn Virtual Reality. Dementsprechend auch eine Vitrine zur Geschichte der Virtual Reality und ein Tablet, bei dem man auf einem Zeitstrahl sich ein bisschen durchklicken kann durch die Geschichte. Und gläsernes Labor bedeutet auch, wir möchten möglichst viele Informationen geben, was man dann mit VR und AR grundsätzlich mit XR-Angeboten machen kann. Das heißt, wir haben regelmäßig Gäste, Partnereinrichtungen oder Festivals, die bei uns stattfinden, um noch mehr Bandbreite zu zeigen. Wir haben das VR-Lab auch umfassend evaluiert und auch hier sind natürlich Ergebnisse nachnutzbar, beziehungsweise geben wir die natürlich frei zur Verfügung. Wir haben zum einen Beobachtungstagebücher geführt, es wurden 10 vertiefende Interviews gemacht und wir haben eine Statistik geführt. Das heißt, ich kann Ihnen relativ genau sagen, dass wir seit Öffnung knapp 17.000, also 16.954 BesucherInnen im VR-Lab hatten und 62 Einzelevents. Das heißt, Events sind dann entweder Veranstaltungen mit zum Beispiel Lehrerfortbildungen oder wir hatten auch schon einen 60. Geburtstag, weil auf der Bucketlist der
jeweiligen Besucherin stand, einmal auf dem Mond gewesen zu sein. Und deswegen wurde das bei uns gefeiert. Und wir haben eine umfassende Fragebogenanalyse gemacht mit 400 Befragten. Ein paar der Ergebnisse möchte ich auch ganz kurz dann eingehen. Und zwar die uns am ehesten überrascht haben. Also zum einen, dass von den 400 Befragten 180 bereits Erfahrung mit interaktiven VR-Systemen hatten. Also wir haben hier die ganze Bandbreite aufgelistet, weil es natürlich noch ein Unterschied ist, ob man schon mal eine 3D-Brille oder eine 360-Grad-Brille aufhatte oder ob man auch mit Controllern umgehen kann. Das mag natürlich auch daran liegen, dass unsere Besucher ein großes Interesse an Technologie haben. Das Weitere war, ist, dass bei uns im Team zum Beispiel sehr viel diskutiert wurde, ob Text oder Ton besser ist, also eine Audiospur, die durch die virtuelle Welt führt, oder eine beschreibende Textleiste. Und tatsächlich wird beides sehr wohlwollend angenommen und beides gleichermaßen auch genutzt. Wir haben uns sehr gefreut über großes Interesse zum einen an der Technologie selber. Das heißt, die Besucherinnen möchten unbedingt noch mehr erfahren darüber, was dann so möglich ist und wie VR-Technologie eigentlich funktioniert, wie das Tracking funktioniert und so weiter. Und es besteht ein großes Interesse, nach dem Besuch des VR-Labs auch die Objekte im Ausstellungsgebäude zu besuchen. Das heißt, da gab es auch viele Nachfragen und eben auch im Fragebogen hat sich gezeigt, dass über die Hälfte der Befragten gesagt haben, sie möchten gerne nochmal die Ausstellungsobjekte sehen. Rechts habe ich auch nochmal die Altersverteilung gezeigt, mit aufgelistet, weil man da eben natürlich auch nochmal sieht, was so ein bisschen zu erwarten ist, dass vor allem junge Besucherinnen und VR-Labs sind und junge Besucherinnen auch den Fragebogen ausgefüllt haben mit diesem dreimonatigen Befragungszeitraum. Liegt auch daran, weil wir viele Schulklassen im VR-Lab haben. Wir haben als zweite fertige Anwendung aber uns auch noch mit einer Augmented Reality-Anwendung beschäftigt, weil wir da auch einfach mal den kompletten Zyklus durchgehen wollten. Wie ist das eigentlich, wenn man eine Kaffeepflanze biologisch und detailliert korrekt virtuell abbildet als 3D-Modell und dann ausgehend davon versucht, spielerische Elemente einzufügen und das Ganze dann in eine Ausstellung, in die Sonderausstellung Kosmos Kaffee, die im letzten Jahr hier im Haus gewesen ist, einzugliedern. Das heißt, es ist natürlich auch nochmal eine andere Herausforderung, als wenn man einen abgeschlossenen Bereich hat, in dem VR und AR gezeigt wird. Hier ging es darum, das Ganze schlüssig ins Ausstellungskonzept zu integrieren. Dafür hatten wir drei Tablets direkt im Ausstellungsraum platziert. Die App war aber auch online verfügbar und downloadbar. Und hier war es auch ganz spannend. Wir haben Beobachtungen und Interviews gemacht, dass zum einen Spaß am Spiel, also möglichst interaktiv und eine einfache Bedienung als sehr positiv bewertet wurden. Ganz besonders wurde immer wieder hervorgehoben, welche Bedeutung die Ausstellungsgestaltung um diese Station herum hatte. Also dieses, man befindet sich schon in der Kaffeeplantage im Plantagenwald. Man sieht hier auf dem Foto auch die Pflanzen im Hintergrund und dass das einfach das immersive Erlebnis unterstützt hat. Und was für uns noch ganz interessant war, war, dass der Download tatsächlich, weil man kann diese App auch immer noch runterladen und sozusagen überall Kaffeepflanzen wachsen lassen, nicht ganz so relevant war. Es ist auf der anderen Seite auch wieder nicht so überraschend, weil man natürlich auch selber nicht gerne ganz viele Apps runterlädt, aber das war trotzdem auch nochmal interessant. Ich habe dann noch ein paar Prototypen mitgebracht, weil wir neben den fertigen Anwendungen gesagt haben, dass für uns es ganz besonders wichtig ist, einfach mal so, ja, wie so ein Blumenstrauß virtueller digitaler Anwendungen zu öffnen und zu sammeln, um zum einen auch hier im eigenen Haus, aber auch nach außen einfach mal die Bandbreite vorzustellen, verschiedene Ideen, Anregungen zu geben und ganz viel auch selber zu lernen in der Interaktion mit externen Partner und Partnerinnen. Wir hatten zum einen Augmented Reality Wettbewerb mit drei unterschiedlichen Partnern. Wir haben zum Beispiel ein Diorama augmentiert, das heißt, die Figuren wurden zum Leben erweckt. Das Ganze war mit der Firma Elfkin Pick. Wir haben eine App mit Gamification-Elementen gehabt, wo das Unterwasserboot Jago visualisiert wurde mit der Firma Dexperio. Und dann hatten wir noch eine ganz andere Anwendung, wo es darum ging, Augmented Reality zu nutzen, um sich markerlos durch den Ausstellungsraum zu bewegen. Das wurde mit der Firma Augmentario umgesetzt. Wir haben daneben uns auch angeschaut, und zwar im Zuge unserer Publikation zum digitalen Objekt 2018, wie man eigentlich Publikationen augmentieren kann. Das heißt, hier findet man Marker im Text für die jeweiligen Texte, wo man 3D-Objekte oder Videos anzeigen lassen kann, weil das natürlich auch was ist, was spannend sein kann für Ausstellungskataloge in der Zukunft.
Und wir haben ganz viele verschiedene Studierendenprojekte gehabt, wo auch wieder Augmented Reality oder Virtual Reality Anwendungen getestet wurden, wo Dioramen augmentiert wurden mit transparenten Touchscreen und Head-Trackings. Und auch hier zum Beispiel das eine Projekt, was man oben auf dem Bild sieht mit der Orgel, das wird gerade weiterentwickelt und soll dann in Musikinstrumente-Ausstellung integriert werden. Zum Abschluss möchte ich jetzt noch mal kurz einmal auch eingehen auf die Auswirkungen durch Corona, bevor ich dann zum Ausblick komme und zu den Nachnutzungen. Und zwar ist es natürlich so, dass durch Corona zum einen die Evaluation gelitten hat. Also wir wollten eigentlich verschiedene Prototypen noch sehr viel genauer ebenso evaluieren wie das VR-Lab und die Cosmos Café App. Zum anderen war das VR-Lab betroffen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den auch andere, den wir auch im Verbund sehr viel diskutiert haben, ab wann gehen wir hier so vor, dass wir sagen, das Ganze muss geschlossen werden. Bei uns haben wir uns im März dafür entschieden. Das liegt auch daran, dass wir sehr engen Kontakt zwischen Personal und Besucherinnen haben. Und hier wollten wir einfach Unsicherheiten auf beiden Seiten vermeiden. Entsprechend haben wir uns die letzten Monate viel mit einem Umbau und neuen Inhalten beschäftigt. Das heißt, es gibt neue Anleitungsvideos, um diesen engen Kontakt zu reduzieren. Das heißt, durch diese Videos ist es weniger notwendig, dass das Personal eingreifen muss, zum Beispiel beim Aufsetzen der Brille. Wir haben das Hygienekonzept entsprechend angepasst und eben auch uns überlegt, wie kann man denn Virtual Reality oder immersive Erfahrungen im Museum auch ohne VR-Brille leben. Da gehe ich aber dann gleich beim Ausblick nochmal ein. Wir haben aber auch neue Programme entwickelt und da gehe ich auch ganz kurz drauf ein. Und zwar haben wir uns beschäftigt mit der Frage, wie können wir eigentlich das Thema Digital Storytelling weitertragen in den Momenten, wo das vor allem bzw. die Museen zu sind und wir nicht uns viel bewegen können. Das heißt, wir haben ein Online-Kursprogramm aufgesetzt zum Thema Digital Storytelling mit 5 Episoden in der ersten Reihe im Mai und mit 6 Episoden in der aktuellen Reihe, wo es darum ging, tatsächlich mal auch zu erproben, wie kann ich denn Online-Formate, Online-Kursprogramme und Tagungen möglichst interaktiv und partizipativ gestalten. Und natürlich auch ausnutzen, dass dadurch ein noch größerer Zugang über den internationalen Austausch möglich ist. Und haben hierfür sehr viele multidisziplinäre Partner an Bord, was uns sehr freut. Und haben auch dieses Programm evaluiert für die Nachnutzung. Und zudem ist ein Podcast und ein Comic verfügbar für die, die nicht teilhaben können. Hier auch nochmal was zu den Empfehlungen. Wie ich gesagt habe, das ist so ein bisschen die Geschichte heute. Ich habe ganz viel schon immer mal wieder erwähnt, aber was ist denn jetzt tatsächlich nachnutzbar für andere Museen? Wie Georg Hohmann schon gesagt hat, die reine VR-Sequenz ist oft schwierig, einfach zu übergeben, was natürlich andere technische, andere räumliche Voraussetzungen, andere Inhalte in den Museen gibt, aber was natürlich relevant ist, sind zum einen die Publikationen, die entstehen, aber auch natürlich das ganze Material, das heißt zum einen Betriebskonzepte, Sicherheitshinweise, die nachgenutzt werden können, Checklisten, Dokumentations- und Evaluationsergebnisse. Wir haben uns aber ganz dezidiert noch mit versucht, in 2 Grafiken unser Wissen weiterzugeben und das sind diese 2 Grafiken, die hochauflösend zur Verfügung stehen werden am Ende des Projekts. Und zwar ist das rechts einmal eine Übersichtsgrafik, mit der haben wir begonnen. Da haben wir versucht, einfach mal aufzulisten, was berücksichtigt werden muss, wenn man VR im Museum integrieren möchte. Das soll auch dazu dienen, zu visualisieren, dass man Virtual Reality schlecht planen kann wie eine Medienstation. Also man kann nicht einfach eine VR-Brille kaufen und dann überlegen, was mache ich damit, sondern dass es sehr viel aufwendiger ist, fast eine kleine virtuelle Ausstellung, die da geplant wird. Das ist natürlich nicht vollständig, aber es gibt einen Anhaltspunkt, woran muss ich dann alles denken. Wir haben das Ganze dann nochmal verfeinert. In der linken Grafik einen Entscheidungsbaum, der hoffentlich dabei hilft, zu überlegen, was habe ich für Voraussetzungen, was möchte ich machen, wann verwende ich Virtual Reality, wann Augmented Reality, wann brauche ich Personal, wann brauche ich eine Anmeldung und auch nochmal ein paar Hintergrundinformationen zu unseren Evaluationen zusammenfasst. Und damit komme ich zum Cliffhanger oder zum Ausblick, wie soll es dann nach dieser Geschichte weitergehen. Ich habe gerade schon gesagt, wir haben das vor allem in den letzten Wochen umgebaut. Man sieht rechts hier einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie das mal aussehen soll. Und zwar haben wir gerade einen Kooperationspartner, Thomas Manecke, mit dem wir daran arbeiten, hier 3D-Projektionen im VR-Lab zu zeigen. Das heißt, ohne Brille kann ich dann mit mehreren Besucherinnen in diesen Raum gehen,
soll hier zunächst eine Choreografie, eine Tanzperformance stattfinden zum Thema Mensch-Maschine, also Tänzerinnen, die mit Maschinen tanzen. Und diese werden dann über Datenpunkte visualisiert. Das möchten wir im nächsten Jahr weiter erproben und ausbauen, auch diese virtuellen Projektionen dann online nachnutzbar und verfügbar zu machen, also nicht nur vor Ort, sondern auch online. Und hier dann auch ausgehend von den Erfahrungen im Meaning-Making-Programm kooperative Inhalte zu erstellen, also Ausstellungen gemeinsam mit Besuchergruppen zu erstellen für diese virtuellen Ausstellungen. Wir sind natürlich weiter dran, in der 3D-Scan-Bereich weiter auszutesten, gerade mit schwierigen Objekten, wie wir sie bei uns im Haus haben. Und die Erfahrung durch die Prototypen haben auch gezeigt, dass wir eigentlich dieses Wissen zusammenführen möchten, im besten Falle, gerade weil die einzelnen Anwendungen nur selten tatsächlich weiterzugeben sind in anderen Museen, hier daran zu, darüber nachzudenken, wie man denn aus unseren Erfahrungen vielleicht auch eine Art AR-Baukasten frei verfügbar für andere Museen gestalten könnte. Ja, das ist so ein kleiner Ausblick. Damit bin ich nämlich am Ende meiner kleinen Geschichte und ich freue mich dann später auf eine Diskussion und auf Rückfragen, die Sie natürlich gerne stellen können, gerne auch an mich persönlich dann per E-Mail. Danke.